Die heißen Sommermonate neigen sich dem Ende zu und viele Familien beginnen schon jetzt mit der Urlaubsplanung für die kommende Saison. Entspannen am Strand von Bali, Abenteuer unter der Sonne Ägyptens oder eine Safari in Afrika. Reisezeit ist die schönste Zeit. Wer verbringt nicht gern die freien Tage in karibisch-exotisch fernen Ländern? Jedes Jahr reisen 100 Millionen Kinder und Jugendliche. Es sind verschiedene Gründe, die da die Reize ausüben, ob es die exotischen Märkte sind, die tollen Gerichte, das Baden in den dortigen Gewässern. Auf jeden Fall lauern dort sehr viele Gefahren, Gefahren, von denen wir keine Vorstellung haben, Gefahren, denen der Reisende sich nicht bewusst ist. Darum ist es ganz wichtig, dass man sich vorher in qualifizierte reisemedizinische Beratung begibt, wenn man eine Reise außerhalb von Europa plant. Das Asklepios Klinikum Uckermark hat sich auf das Fernweh eingestellt. Die Assistenzärztin Isabel Behm absolviert regelmäßige Fortbildungen in Sachen Reisemedizin und gibt Eltern wertvolle Tipps mit auf den Weg. Vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten ist eine gute Reiseapotheke unerlässlich. Fieber- und Durchfallmedikamente gehören unbedingt in den Koffer, ein Unfallset kann ebenfalls nicht schaden und natürlich ein entsprechender Sonnenschutz, das wissen schon die Kleinsten. Man muss sich immer gut eincremen überall, weil sonst kriegt man Sonnenbrand und das tut richtig weh. Zusätzlich zu den empfohlenen Impfungen sind auch jene Präparate wichtig, die Urlauber vor Insekten schützen, besonders bei Reisen in ferne Länder. Viele denken, es gibt nur die Malaria-Mücke, die Anopheles-Mücke, die halt Malaria überträgt, die nachtaktiv ist. Aber es gibt auch ganz viele andere Stechmücken, zum Beispiel die Aedes aegypti, die das Gelbfieber überträgt. Und es ist einfach so, dass man in den Tropen konsequent den ganzen Tag Mückenschutz benutzen sollte. Eine Fernreise mit Kindern kann kein spontaner Trip sein. Die Ärzte pochen auf das Verantwortungsbewusstsein der Eltern. Schließlich ist Vorbeugen immer besser als Heilen. Was sein muss, ist neben den Impfungen, die vorgegeben sind, dort kann man überall nachschauen, ist eben, dass man sich vom Alter des Kindes und von der Art der Reise im Detail darauf vorbereitet, was brauche ich an Sonnenschutz, Mückenschutz, welche Unfallgefahren können mir drohen. Wenn das Kind zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat, was ja sein kann, wo finde ich dort entsprechende medizinische Versorgung? Wie komme ich im Zweifel dort wieder weg oder zumindest an eine Stelle, wo das Kind dann versorgt werden kann? Das sind Dinge, die kann man in Ruhe vorbereiten. Und mit der richtigen Ausrüstung im Gepäck steht einem unbeschwerten Familienurlaub dann auch nichts mehr im Wege.